Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, eine neue Spiele-News-Folge. Und heute, Freunde, geht es um das Spiel Days Gone. Dieses Spiel hat endlich einen Release-Termin bekommen. Und das noch vor der E3, Freunde. Naja, endlich hat das Spiel einen Release-Termin. Wow. Ich bin echt mega, mega gespannt auf das Spiel, Freunde. Ja. Days Gone hat endlich ein Erscheinungsdatum. Diesen hat Sony noch vor der E3 2018 bekannt gegeben. Bislang galt vage Anfang 2019 als Release-Termin für Days Gone. Doch bereits Mitte Mai versprach Sony, den finalen Termin sehr bald bekannt zu geben. Nun ist es soweit, Sony hat Wort gehalten. Demnach erscheint Days Gone am 22. Februar 2019 exklusiv für PS4. Passend dazu hat der Publisher auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der neue Gefahren aus der Tierwelt, feindliche Fraktionen und Charaktere zeigt. So bekommen wir es im Spiel unter anderem mit Berglöwen, Pumas und infizierten Raben, den Schreiern, zu tun. Oh mein Gott, Freunde, das hört sich doch echt interessant an. Den Trailer findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob ihr euch Days Gone dann nächstes Jahr kauft oder halt nicht. Ich werde es machen und dazu wird dann auch mein Let's Play kommen, Freunde, nächstes Jahr. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst und das Let's Play dazu nächstes Jahr. Enthüllt wurden auch mehr Infos zur Fraktion Rest in Peace, kurz RIP. Eine Gruppe, die die Freaker verehrt. Die sogenannten Reaper tragen Glatze, kleiden sich wie Freaker und töten jeden, der ke kein Reaper ist. Die Reaper sollen nicht nur in der Geschichte eine Rolle spielen, sondern auch ein wichtiger Teil des Freaker-Ökosystems sein. Reaper weigern sich, Freaker zu töten, was zu spannenden Situationen führen soll. Neue Infos wird Sony im Rahmen seiner Pressekonferenz auf der E3 bekannt geben. Die Pressekonferenz findet am Dienstag, den 12.06. um 3 Uhr nachts statt. Ja, Freunde, ich blende euch jetzt auch noch 18 Screenshots ein von dem Spiel. Dann, ja, dann mache ich euch heiß auf das Spiel. Ich bin heiß auf das Spiel. Ja, ich blende euch jetzt noch die Screenshots ein und dann hören wir uns in der Endcard wieder. Ja. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch die News-Folge zu Days Gone gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Das könnt ihr hier machen. Und da oben, Freunde, gelangt ihr zu meinem letzten Video. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.